Salut und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Heute gibt es eine Spezialfolge Project Cars 2. Und zwar mache ich eine Challenge mit von Logitech, respektive Mediamarkt. Dort kann man nämlich eine Race gewinnen zum Hockenheimring im Wert von 7000 Franken. Oder auf Platz 2, Platz 3 ein neues Logitech-Lenkrad und ein Playseat. Und auf das will ich ein hoffen, weil ich habe mein Logitech G27 jetzt, glaube ich, schon über 3 Jahre. Und es wäre echt cool, ein neues Logitech zu haben. Auf alle Fälle, der Link ist in der Beschreibung, wenn ihr genauer schauen wollt, wie man mitmachen kann etc. Geht in die Beschreibung, lest euch das durch. Es ist nicht so genau definiert, die Challenge. Und zwar heisst es, man soll auf dem Hockenheimring eine ganz schnelle Runde fahren. Steht aber nicht in welcher Variante vom Hockenheimring. Es gibt nämlich 4 verschiedene Varianten. Und es steht auch nicht mit welchem Fahrzeug. Oder welche Fahrhilfen das man brauchen kann. Oder was auch immer. Das ist also recht offen und frei. Ihr könnt die Challenge, wenn ihr Project Cars 2 selber nicht habt, könnt ihr auch im Mediamarkt fahren. Müsst im Link in der Beschreibung lesen, in welchen Filialen dass man definitiv kann fahren kann. Auf jeden Fall läuft auf das raus. Ihr könnt die Zeit, also den Screenshot von der Zeit einschicken bis zum 12. April. Und dann am 14. April ist Zürich das Final, wo die 10 besten Zeiten eingeladen werden und dann das Rennen fahren. Und wie gesagt, man kann wirklich heftige Preise gewinnen. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, die Challenge ist nicht so bekannt. Und gerade noch mit der Streckenvariante habe ich das Gefühl, es kann recht einfach werden, dort etwas zu reissen. Leider bin ich jetzt noch ein bisschen spät dran. Ich weiß, mit dem Video verladen, ich habe das noch ein bisschen spät mitbekommen. Aber egal. Ja, ich glaube, das ist etwas so ein bisschen außer Challenge. Eben da das mit der Streckenvariante und Fahrzeug nicht klar war, wollte ich mich schlau machen. Und ich habe 3-4 Stunden lang umtelefoniert bei Logitech, beim Mediamarkt. Und es hat mir nie mehr richtig Auskunft geben können. Respektive zum Teil haben sie nicht mal gewusst, um was es geht. Auf jeden Fall habe ich dann über die Facebook-Seite vom Mediamarkt, über einen Chat, habe ich meine Infos bekommen. Es hat mich extrem erstaunt, aber hat mir wirklich können sagen, es ist von Logitech nicht klar definiert worden, welche Streckenvariante oder welches Fahrzeug. Das heisst, man kann einfach alles nehmen. Und Mediamarkt hat, glaube Logitech scheint sogar darauf Aufmerksamkeit gemacht und Logitech hat gefunden, ja, komm, egal, geht auch schon. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da genau gelaufen ist. Ich mache auf jeden Fall mit. Respektiv werde ich jetzt heute in diesem Video, nachdem ich jetzt schon 3 Minuten lang habe gelabert habe, mal ins Project Cars 2 wechseln. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen krank. Und hier gehen wir mal ins Zeitfahren. Da steht nämlich auch nicht, ob man jetzt im Zeitfahren fahren muss oder in einem normalen Rennen oder mit Gegner oder mit Ghost oder ohne Ghost oder was auch immer. Also das ist wirklich eine freie Wahl. Und hier seht ihr schon die Rangliste. Hier sind wir jetzt auf dem Hockenheimring GP. Ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, die Variante wäre jetzt für mich am sinnvollsten gewesen, ist halt einfach die längste Variante. Ich bin jetzt hier weltweit auf Platz 3. Ja. Und hier können wir die anderen Varianten noch schauen. Da haben wir den Hockenheimring National. Da sind wir jetzt auf Platz 1 gekommen. Wir haben die Short-Variante. Da bin ich auf Platz 1 und wir haben die kürzeste und das ist Hockenheim Rallycross. Da bin ich auf Platz 3. Ich weiß nicht genau, ob man jetzt den Screenshot von diesem Screen hier machen muss oder gerade nachdem, dass man die Runde ist gefahren. Ich habe das Gefühl, eben, nachdem, dass man die Runde ist gefahren, weil es kann jeder behaupten, das ist hier, er ist der Speedy. Von dem her, ich werde jetzt sicher auch nicht unbedingt vom Video heute meine beste Zeit machen. Muss ich noch schauen. Ich würde euch sagen, wir machen da alle Varianten, fahren wir mal durch, damit ihr so ein bisschen seht, wie das abläuft. Ich fahre jetzt da ohne Ghost und ohne nichts. Der Formel X habe ich einfach genommen, weil das einfach der schnellste ist. Ich fahre eigentlich sonst überhaupt nicht Formel in Project Cars, aber hat es da gerade durch die Challenge ein bisschen Bock drauf bekommen, weil er ist echt schon verdammt schnell. Er ist extrem zickig, aber wirklich sehr schnell. Da habe ich das Setup noch ein bisschen eingestellt. Bremskühlschächte auf jeden Fall ganz zu tun.
Dann habt ihr auf jeden Fall bessere Aerodynamik. Da könnt ihr auch noch je nachdem ein bisschen Sachen verstellen, abschauen, kopieren, was auch immer. Kühleröffnung auch ganz zu tun, sehr wichtig. Dachsübersetzung müsst ihr etwa noch ein bisschen anpassen und das Differential. Könnt ihr aber mit dem Standard-Setup fahren, je nachdem. Da kann ich eigentlich abbrechen und zurück. Und ich würde sagen, ich starte da mal das Vergnügen. Moment schnell. Zuerst mal noch eine Runde aushusten, bevor es losgeht. So, starten wir da mal. Wir haben hier einen fliegenden Start. Und ich werde jetzt meine Bestzeit wahrscheinlich nicht toppen. Weil dann ist schon das Zeitchen geübt, gerade hier auf der GP-Variante. Ihr habt auch hier. Oh, Scheiße! Ja, jetzt haben wir natürlich schon vollen Schaden hinter dem Heck, seht ihr. Wir haben hier dem Formel-Fahrzeug. Ich habe da schnell. Wo ist es gesehen? Da. Ihr habt hier einen Elektromotor, den ihr seht, unten rechts, den ihr könnt brauchen könnt, müsst ihr nicht die Tasten belegen. Da müsst ihr natürlich im ersten und zweiten Gang völlig aufpassen, weil sonst dreht nicht alles durch. Auf alle Fälle, der lässt sich dann wieder auf, wenn ihr bremst. Das heisst, es macht Sinn, dass der Bremskühlschacht den Bremsdruck relativ hoch einstellt. Aber die Räder sollten euch eben, glaub ich, nicht unbedingt blockieren. Müsst ihr ein bisschen testen. Und ich starte da mal neu. Wie gesagt, das ist jetzt für mich, das Video geht echt so ein bisschen ums Training, dass ihr so ein bisschen seht, um was es geht. Vielleicht, dass ihr auch ein bisschen die Ideallinie abschauen könnt. Ich empfehle euch aber natürlich, auf der Hockenheimring Rallycross Variante zu fahren, weil das echt die kürzeste Variante ist von allen. Und die werdet ihr am Schluss von diesem Video fahren. Und ihr seht hier auf dem Lenkrad, also der Wheelcam, wenn das ich den Elektromotor einschalte, oder den Boost oder was auch immer, wenn ich da mit dem Daumen die Taste drücke, nämlich, und hier merkt ihr jetzt gut, wenn ich loslasse, wird er langsamer. Wow. Ich habe jetzt leider nicht gemerkt, was ich für eine Bestzeit habe. Ah, jetzt zeigt es auch links an, ich kann nur gerade schlecht schauen. Können wir ein bisschen vergleichen, ich werde wahrscheinlich eine Sekunde oder mehr langsamer fahren. Aber das macht gar nichts, man muss nur einen Screenshot vor Zeit aufladen. Nicht unbedingt das Video. Also man könnte eigentlich auch Photoshop brauchen, das ist eben von mir aus gesehen ein völliger Witz. Es ist viel zu unklar definiert, die Challenge. Und ich meine, es geht um Preise im Wert von 7000 Franken, also da frage ich mich schon ein bisschen. Und vielleicht auch sonst, wer eine Challenge nicht mitmachen will, okay, jetzt haben wir da irgendwie, aus welchem Grund auch immer, Rundenzeit ungültig. Wer sonst nicht mitmachen will und euch mal findet, hey, ich werde dem Speedy mal live zuschauen, im Gamen. Ich weiss nicht, um welche Zeit das Final wird sein. Ich weiss auch noch gar nicht, ob ich überhaupt ins Final komme, aber ich nehme es schwer mal an, weil eben ich bin da weltweit zum Teil in den Top 3. Könnt ihr dann am Samstag auf Zürich kommen. Könnt ihr dort auch zuschauen im Game. Wenn ihr weitere Infos wollt, müsst ihr mich halt schnell per Mail fragen. Weil eben, wie gesagt, ich weiss selber noch nicht genau, was läuft und wie es läuft und überhaupt. Ich werde dort auch nicht die Möglichkeit haben, ein Video davon zu machen. Höchstens dann vielleicht im Nachhinein mit einem neuen Lenkrad oder so. Aber ich werde mich jetzt da noch nicht zu früh freuen. Persönliche Bestzeit 1.15.4 ist unsere persönliche Bestzeit. Was auch hier bei diesem Fahrzeug extrem wird helfen, ist die Traktionskontrolle einzuschalten, aber ich weiß gar nicht, ob das da im Zeitfahrmodus überhaupt geht. Das kann ich erst beim nächsten Feld testen.
Weil gerade für die Leute, die jetzt mit Controller fahren, wird es auch in diesem Fahrzeug recht heavy sein. Okay, das wäre der Fail gewesen. Ich schaue da gleich schnell, auf was für eine Zeit wir kommen. 1,18, also fast 3 Sekunden länger sind wir. Genau, wir sehen, die Traktionskontrolle ist einfach ausgeschaltet, das ABS auch. Das ist standardmäßig, da kann man nichts dran ändern. Von dem her ist das eigentlich gut so. So, ich würde sagen, wir starten mal, ich versuche es, ist gerade ein bisschen lächerlich gesehen. Wird dann vielleicht ein anderes Mal. Ja, ich muss nur schauen, ob ich das Video von Bestzeiten noch aufladen, separat. Wahrscheinlich eher weniger. Das ist nichts gesehen. Ihr könnt natürlich auch gegen andere Ghosts fahren. Wobei, dass ich dann nicht weiss, wenn ihr den Screenshot von eurer Zeit macht und unten dran ein Ghost steht, ob der vielleicht Logitech findet, oh nein, das darf man nicht. Steht zwar eben nie. Egal. Spät bremsen. Und dann kommt man da schräg rein. Aber ich glaube, ihr seht langsam so ein bisschen, wie es laufen sollte. Und wenn man da auf Curbs kommt, zieht es einem extrem gegen raus. Und da bei der Start, da bei den letzten zwei Kurven, wenn man hier rauskommt, dann hat man verloren. So, ich würde sagen, ich muss nochmal einen Versuch machen. Ich werde zwar eigentlich schon lange auf die nächste Streckenvariante wechseln. So, 1,16,2. Muss da schnell anhalten. 1,15,4, also 0,8 Sekunden sind wir jetzt langsamer gesehen. Aber ich würde sagen, schon mal nicht eine schlechte Zeit. 1,16,2. Da mache ich jetzt mal noch keinen Screenshot davon. Wie gesagt, meine Bestzeit werde ich auch erst nach dem Video aufnehmen. So,
Wir können hier auch schauen, 1.16.2 haben wir gehabt. Dann landen wir da irgendwie, wären wir auf Platz 5, 6 gelandet, weltweit, also hat längstens gelangt. So, wir gehen jetzt Hockenheimring National. Da sehen wir, die Zeiten sind schon wieder tiefer, weil halt echt die Strecke kürzer ist. Entschuldigung. So. Setup plane ich gleich. Und da ist der grösste Teil der Strecke auch gleich. Jetzt könnt ihr früher rechts und da verpasse ich meistens den Bremspunkt. Ja, nicht schlecht gesehen. Ja. Das wäre ein Curbs gesehen. Ja, das ist. Wenn man da Zeit rauskommt, hat man verschissen. Und die zweite Runde könnt ihr eigentlich auch gerade vergessen. Weil jetzt habt ihr nämlich den Elektromotor nicht mehr voll geladen. Und dann seid ihr das auch wieder nicht so schnell, wie ihr eigentlich wärt. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier. Okay, eine Sekunde langsamer sind wir jetzt gesehen. 1.07.2. Ich breche jetzt hier ab, dann können wir nämlich zur nächsten Streckenvariante gehen. Eis 072, da wären wir auch auf dem ersten Platz gelandet, wenn wir jetzt hier nicht schon würden stehen mit der 1.062. wir gehen hier jetzt zur Hockenheim Short Variante. Da bin ich auch auf dem ersten Platz. Bremspunkt verpasst. Ich starte da direkt neu, dann verlieren wir nicht viel Zeit, wenn ich jetzt noch bis Ende Runde fahre etc. Was haben wir da für eine Zeit? 48,6. Und wir sehen hier persönliche Bestzeit 48,7. Was? Ah, nice! Wir sind gerade die Bestzeit gefahren. 48,6. Nicht schlecht. So, jetzt kommen wir dann nämlich zur letzten Variante. Und das ist nämlich auch die schwierigste. 48,6, wunderbar. Und zwar Rallycross. Ich weiss nicht, ob man da sogar noch ein anderes Fahrzeug nehmen könnte.
da sehen wir, dass jemand mit Formel A gefahren, der Rest ist mit Formel X, da ist noch Lotus Type 49, aber was, dass ich nur 10 Leute diese Strecke fahren? Sehr speziell. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man da mit einem anderen Fahrzeug noch schneller. Ich habe vor allem mit dem BAC Mono probiert, das hat es aber nicht so gebracht. GT3 ist auf Alpha langsamer unterwegs. Wir fahren da wieder mit dem Formel X. Bestzeit haben wir momentan 47,8. So. Und ihr seht, es ist Rallycross mit einem Formelfahrzeug, also recht tricky. Vielleicht könnt ihr aber eben auch auf der Hockenheim Ring Short Variante ähnlich eine ähnliche Zeit fahren. Das muss ich mir auch noch überlegen, ob ich dort vielleicht sogar ein bisschen schneller noch werden kann. Aber wie gesagt, steht ein bisschen alles offen. Und da seht ihr jetzt, wird es tricky. Da und Kurven kommen, muss man meistens fast ein bisschen im Drift rum probieren. Aber in der Form zu driften ist halt recht scheiße. Ja, und jetzt ist die Rundenzeit ungültig. Und Schaden haben wir auch schon völlig. Darum starten wir die recht neu. Ja, ohne dass man da das Heck lässt, kommt man fast nicht um die Kurve. Aber vielleicht haben sie das so absichtlich gemacht, dass man eben auf einer Rallycross-Strecke mit einer Formkarre muss fahren. Keine Ahnung, aber das denke ich wirklich, das ist ein bisschen schräg. Also das hätte man besser organisieren können und so. Aber egal. Den Elektromotor brauche ich gar nicht, weil auf dieser kurzen Strecke wüsste ich nicht, wo einsetzen, dass mich. Sonst holt es mich überall neben raus. Ja, okay, das hat es jetzt auch nicht so gebracht. Mit einer Formkarre auf einer Rallycross-Strecke driften. Wow, wieso nicht? Ich muss sagen, diese Variante ist wirklich am anspruchsvollsten. Gerade mit diesem Fahrzeug hier. Ja, so geht es auch nicht schlecht. Da ist mir zu fest abgeflogen. Denkt man, sie hat auf Bestzeit unterwegs, aber jetzt gegen Schluss habe ich es verkackt. Was haben wir da? Bestzeit haben wir 47,8 und jetzt in der Sitzung haben wir 48,0. Ist unsere Sitzungsbestleistung. Also 0,2 Sekunden hinten rein. Ich habe das Gefühl, das ist schon mal nicht schlecht. Könnt ihr vielleicht schnell noch kurz die Wiederholung hineinschauen?
Wie gesagt, eben ein Screenshot von meiner Zeit werde ich dann später noch aufladen. Wird auch noch eine bessere Zeit sein. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt zur Challenge oder so, einfach in den Kommentar posten. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like da lassen. Wenn ihr mir ein Logitech schenken wollt, dann schenkt mir eins. Nein, keine Ahnung. Und sonst würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Project Cast 2 Videos. Wenn es dann wieder weitere Infos gibt von dieser Challenge oder was auch immer, werdet ihr das sicher auf meinem Kanal mitbekommen. Und ja, dann hoffe ich, sieht man sich das nächste Mal. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.